Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir die Spitze des Glitzerleuchtturms erreicht. Und hier sind wir. So, was gibt's denn hier? Wir waren hier, glaube ich, schon mal, oder? Kann das sein? Moment, das ist ein Item. Wusste ich gar nicht. Ich habe mich nur ein bisschen umgeschaut, weil ich dachte, vielleicht waren wir hier schon mal. Aber nein, wir waren hier noch nicht. Und wir finden einen Supertrank. Die werden wir bestimmt noch gebrauchen. Vielleicht muss ich demnächst nochmal in den Markt kaufen gehen, aber ist auch egal. Hier haben wir Jasmin und ein Pokémon. Was ist denn los? Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet. Aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, dass es eine gute sortierte Apotheke in einem Moonia City gibt. Aber dafür musst du über das Meer. Und ich kann Amphi nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen? Bitte. Na klar. Ist halt Probleme mit der Atmung. Oh, vielleicht ein Asthma-Spray. Ja, das müssen wir wohl in der Apotheke dann kaufen gehen. Und das ist übrigens der Grund, warum ich meinen Ampharos Amphi genannt habe. Nur, dass du Bescheid wirst. Und jetzt haben wir offiziell die Bestätigung, dass Amphi ist krank. Und ja, geh nach Anemonia City. Und hol ein Arzneimittelhilfe, so, ne? Du. Eigentlich kann man den Leuchtturm auch später machen, aber ich wollte es halt jetzt machen, damit ich es nicht später machen muss. Ich wollte es halt einfach jetzt machen, weil ich mache es immer sofort. Ich mache es nie, nachdem ich das habe. Keine Ahnung, ob das seltsam ist, aber... Und ich habe extra gewartet, bis es Nacht ist, einfach. Warum nicht? Wir können dann die nächsten paar Folgen ein bisschen in der Nacht aufnehmen. Es ist allgemein echt blöd, muss ich sagen, dass ich immer warten muss, wann ich Pokémon aufnehmen kann. Ich kann es entweder nur vor 18 Uhr oder nach 18 Uhr aufnehmen. Und das sind halt solche Zeiten. Das war echt blöd. So, aber jetzt. Verdammt, warte. Kann ich irgendwem überhaupt Surfer beibringen? Wir müssen jetzt nämlich rüber surfen. Aber können wir überhaupt surfen? Ja gut. Zum Glück haben wir eine Angel bekommen in dieser Stadt. Denn, das wird unser Lebensretter. Wo ist denn die überhaupt? Hier müsste die sein. Ja genau, Profi-Angel. Komm schon. Nichts angebissen. Okay. Vielleicht hier? Komm schon, wir brauchen ein Wasser-Pokémon. Oder zumindest irgendwas, was Surfen lernen kann. Das war's. Uah, da hat was angebissen. Komm schon, bitte kein Carpador. Alles außer Carpador. Egal was. Natürlich kriegen wir ein Carpador. Seems legit. Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein Wasser-Pokémon geangelt habe. Hätte sogar gar nicht mal pausieren müssen, denn ich habe es direkt gefunden. Ein Krabby. Ich habe sogar extra ganz kurz nachgeschaut, ob das überhaupt Surfer lernen kann, bevor ich das jetzt hier weitermache. Und ja, Krabby kann Surfer lernen. Und deshalb müssen wir es jetzt versuchen zu fangen. Ein weibliches Krabby Level 20. Zum Glück ist es ungefähr auf unserem Level. Das heißt, wir können ihm zumindest Damage machen. Oder ihr. Das müssen wir sogar. Weil sonst wird es sehr schwer sein zu fangen. Komm, ich versuche mal Biss. Ein bisschen mehr Damage. Oh, reicht. Oh, ist ausgewichen. Alles klar. Okay. Köderball sind sehr gut gegen Pokémon an der Angel. Ja, steht ja auch. Komm schon, bleib drin. Bleib drin. 1, 2, 3. Babadababadabaum. Wir haben einen Krabby gefangen. Krabby gefangen. Seine Scheren brechen leicht ab. Wenn es eine verliert, kann es nicht mehr seitwärts laufen. Wie schrecklich. Oh yeah, und den bringen wir jetzt Surfer bei. Und dann können wir übers Meer surfen. Yeah. Na, werdet ihr gleich auch die Animation sehen, denn die ist sehr, crashable, könnte man sagen. Dazu kommen wir gleich. Krebs einfach eine Muschel. So, lernt Surfer. Ist mir egal, was du verlernst. Ich werde dich eh niemals benutzen, genau wie Paras. Und wie lange dauert das noch zum nächsten Teammitglied? Ach, wir können sechs Teammitglieder haben. Das passt momentan noch. Pff, warum hast du Härtner? Härtner ist nicht so gut. Diddlidde. So, jetzt können wir surfen. Aber ich glaube, die bekämpfen, oder? Nicht? Du
Du kannst es zwar nicht von hier sehen, aber Anemone City liegt jenseits des Meeres. Wow. Die See ist ruhig. Möchtest du Surf einsetzen? Yes. Und auf einmal werden wir zu einem Lapras. Und keine Ahnung, ich wollte einfach eine Nacht heute aufnehmen, weil... Warum nicht? Können wir ein bisschen mehr Nacht haben? Und... In der Nacht sieht das ein bisschen... Ja, atmosphärischer aus mit dem Surfen. Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier. Wir wollen nämlich ein bisschen trainieren, wollen unsere Pokémon entwickeln, bevor wir gegen den nächsten Arena-Leiter kämpfen. Denn in Anemonia City... Ich sollte nicht so schnell reden. In Anemonia City gibt es einen Arena-Leiter. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Du musst dich erst aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das ist Grundwissen. Sieht zwar so aus, als würden wir auf Lapras reiten, aber wir reiten actually eigentlich einfach nur auf einer Krabbe, einer großen Krabbe. Und warum ist Tentara komplett blau? Ist er nicht an manchen Stellen noch ein bisschen andersfarbig, irgendwie weiß oder so? Und es ist mir jetzt egal, dass ich nicht, dass ich jetzt, obwohl. Obwohl, oh nein, ich hab's befürchtet, ich hab's befürchtet. Come on, dein Ernst? Muss das sein? Dann wechseln wir jetzt auch zu Amphime. Oh, welcher übrigens bald ein Level-Up bekommt. Ist das nicht episch? Oh. Bald werden wir einen Ampharos haben. Und ich freue mich da schon so sehr. Ein, ich glaube, pures Elektro-Pokémon kann das sein. Müsste. Ich weiß, dass es in Upgen 6 eine Mega-Entwicklung bekommt, womit es dann noch Typ Drache wird. Was ja cool ist. Also Drache-Elektro dann in der Mega-Entwicklung. Ah nein, jetzt habe ich nicht rübergewechselt zu Mauzi, ne? Naja, ist auch egal. Amphi kann gerne die Erfahrungspunkte abstauben. Aber nicht die Vergiftung! Come on! Ich will keine Vergiftung! Das ist nervig! Ich werde nochmal zurückschwimmen, glaube ich. Okay, Onkel, ich gebe auf! Ich bin nicht von Onkel? Okay. Anemonia City ist ziemlich weit weg von hier. Danke, das ist ja nicht so als... Warte, what? Der Bildschirm flasht pink? Das habe ich auch noch nie gesehen. Wow. Speed, 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 Speed! Das war's. Tja, jetzt konntet ihr kein Dö-Dö-Dö-Dö-Dö hören. Ich denke mal, das wird jetzt Endeslag geben. Spaß. Bitte gib mir ein Like. Ich hab's nötig. Ich hab Familie, okay? Ich versuche so viele Trainer wie möglich zu besiegen, ja? Weil also, normalerweise mache ich das nie. Aber ich möchte das jetzt endlich mal machen. Weil ich skippe die eigentlich immer. Die kann man alle skippen. Jeden einzelnen gefühlt. Ich habe keine Schwimmreifen. Ich halte mich an einem Wasser-Pokémon fest. Das heißt, sie kann eigentlich gar nicht schwimmen? Hi, Elfi. Stern du. Ich dachte früher immer, Stern du wäre nur weiblich. Aber Stern du hat nicht mal ein Geschlecht. Es ist einfach eine Muschel, eine sterngeformte Muschel. Also so sehe ich das zumindest. Für mich ist Stern du einfach nur eine sterngeformte Muschel. Und der hat einfach kein Geschlecht. Man kann ja auch nicht erwarten, dass eine Muschel Geschlecht hat. Denk mal, das ist eine Muschel, oder? Muschel, Muschel, Muschel. Wie oft habe ich das Wort jetzt in den letzten 30 Sekunden gesagt? La, 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 la. Geiler Volltreffer, by the way. Yes, Level 22! Wir werden uns beide entwickeln! Mit sowohl Amphi als auch Melly! Und darauf freue ich mich. So, zack. Oh, ein Mushas! Das ist meine richtige Muschel. Sagt ja auch schon der Name. Wow, Mike. Bin ja noch verwirrt. Aber ich finde Mushas Design ein bisschen questionable. Nicht, dass Mushas selber questionable ist, aber wenn man sich so ein bisschen reinliest, was Mushas so mit anderen Pokémon zu tun hat, dann verstehe ich nicht, warum Mushas so aussieht. Zum einen entwickelt sich Mushas zu Ausdos und Ausdos sieht halt komplett
ernst und böse aus und Musha so voll albern. Ja, und deshalb verstehe ich das auch zum Teil auch nicht. Außerdem hängt ein komplett anders aussehendes Mushas an Fleck, an Lamus, und das verstehe ich auch nicht. So, warum sieht er nicht aus wie ganz normales Mushas? Oh, ich fühle mich so schwindelig. Ich lasse mich im Wasser treiben und von den Wellen davontragen. Was ich nicht verstehe, wenn seine Pokémon besiegt sind, die VM-Attacken haben, kann man sie trotzdem benutzen. Klar hat man das gemacht, damit man nicht gesoftlockt wird, aber es ist halt seltsam. Wie machen sie das? Die sind besiegt. Wie können sie noch surfen oder Steine bewegen oder was auch immer? Ein junger Kerl wie du sollte schwimmen. Surfer kann hier nicht eingesetzt werden. Was? Das macht aber gar keinen Sinn, was er gelabert hat, aber okay. Weiß ja nicht, in welcher Welt er lebt. Also ich kann sehr gut Surfer einsetzen, wie man sehen kann. So, du hast keine Chance gegen mich. Zack. Und Level 28! Ich glaube, diese Folge wird noch nichts mit Entwicklung, aber nächste Folge vielleicht, wenn wir Glück haben. Ich drück mir die Daumen. Mir selbst, ja, weil niemand anders sollte mir die Daumen drücken. Aurora-Strahl finde ich nicht okay. Zack! Bam! Down! Was haben wir noch? Oh, oh. Schillock? Okay. Da bin ich mal gespannt. Cooler Sprite. Der ist echt cool. Weiterentwicklung von Shiggy. Und die Vorentwicklung von Turtok. Welches wir übrigens auch mal im Team hatten, in Pokémon Blau. Was ich vor ein paar Jahren vielleicht habe. Das war jetzt nicht so toll, aber hey, wenn ihr Bock habt, es ist noch online. Man kann es sich noch anschauen. Ich würde es noch nicht unbedingt so sehr empfehlen. Da es ein bisschen älter ist und meine Stimme ein bisschen kiddiehafter ist. Aber hey, wenn ihr nichts gegen Kiddie-Stimme habt, gönnt euch das Let's Play, wenn ihr Bock habt, zu Pokémon Blau. Ich glaube, irgendwo am Ende Let's Plays höre ich mich auch noch ein bisschen so wie jetzt an. Oh, ich habe verloren. Ja, das sieht so aus. Schwimmen hält deinen ganzen Körper fit und gesund. Kann ich mir vorstellen. Ich brauche Wasser oder einen Trank. Yeah, yeah, yeah. Mit dem werde ich ganz gesund. Oh, und Topfit und Mutter. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mein Lapras-Sprite ist so fresh. Und du nicht. Das Wasser ist schön warm. Ich bin also sehr locker und gelenkt. Natürlich trete ich gegen dich an. Warum sagst du mir das? Manche Texte in den Trees sind sehr seltsam. Der hier zum Beispiel. Eine der seltsameren Texte. Deutsch muss gelernt sein. Oh, Panzerschutz. Ja, aber dein Panzer wird dich nicht schützen können. Ha! Oh, Tentoxa. Oh, oh, Tentoxa. Wassergifts. AKA die Weiterentwicklung von dem Pokémon, was du 90% im Wasser findest, wenn du surfst. Tentacra rede ich von. Und Tentoxa hat die Weiterentwicklung. Kann es über Level 19 sein? Oder ist es gehackt? Nicht vergiften, nicht vergiften. Verreck. Okay, die Hälfte, das ist gut. Oh nein, jetzt bin ich in der Umklammerung gefangen. Okay, doch nicht? Und warum macht das kaum Damage? Oh, keine Vergiftung. Yes! Bam! Yeah! Yeah! Down! Yeah! Woohoo! Oh yeah! Oh, noch ein Tentach. Ja gut, das ist langweilig. Zack, 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 zack. Aua. Oh, yeah. Bei den Tara bin ich natürlich vergiftet, ne? Aber bei den Tentoxa? Ach, da passiert nichts bei so einem Riesenmonster. Auf den Tara? Nee, da muss ich mich vergiften lassen. Das ist zu schlimm. Oh je, ich habe eine Gänsehaut. Schön für dich. Ist es nicht sehr entspannend, sich auf dem Wasser treiben zu lassen? Ja, wie auch immer. Warum wechselt das die ganze Zeit nach... Warum geht das jetzt auf Pokédex rüber? Das soll unten bleiben.
Egal, ich gönn mir einen neuen Trank. Oder auch nicht. Ich hab eine Vergiftung von scheiß Tintenfischen. Und die muss jetzt weggemacht werden. Yeah, 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 jetzt ist sie weg. Hoffentlich finden wir demnächst Medizin. Und hier unten seht ihr einen Strudel. Was der zu bedeuten hat, dazu kommen wir noch. Nicht in dieser Folge, natürlich, aber demnächst. Ba-da-ba-ba-ba. Ich bin auf dem Weg zu den Strudelinseln. Ich gehe mit meinen Freunden auf Erkundungsreise. Ist das so? Was wollt ihr denn so erkunden in den Strudelinseln? Was gibt's denn da? Meine süße Karin. Oh, ein Goldini. Goldini, Goldini. Oh, ist weiblich. Na gut, gleiche Stimme im Anime. Okay, wir werden uns mit Mauzi und Amphi am ehesten entwickeln. Danach gucken wir, dass wir Blutzug, ein bisschen so Obrot und Flamesack entwickeln können. Dann ist, glaube ich, unser ganzes Team entwickelt, ne? Ja. Ich glaube, dann gibt es gar keine Pokémon mehr, die wir entwickeln werden in unserem Team. Oh, Spoiler. Bin mir aber gerade nicht sicher. Aber kann sein, dass diese vier Pokémon die einzigen sind, die sich noch entwickeln werden. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Weil sonst kann man ja schon erraten, welche Pokémon ich nutze. Also zumindest, falls es noch nicht obvious ist. Golking! Genau so sieht's aus. Was guckst du so erstaunt? Habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Ist irgendwas? Keine Ahnung. Ist da hinten irgendwo... Warte, es ist weiblich. Ist da hinten irgendwo ein heißer Junge? Ja gut, könnte auch lesbisch sein. Obwohl, Pokémon können lesbisch schwul sein. Ist da unten irgendwo ein heißer Junge oder so? Ein heißer Golking? Vor allem Golking! Und es ist weiblich. Oh, why? Weil in Gen 1 gab es viele Pokémon, die King oder irgendwelche männlichen Vornamen hatten oder sowas. Und da frage ich mich, warum können die weiblich sein? Macht einfach keinen Sinn. Aber okay. Okay. Akzeptiere ich. Ne? Akzeptiere ich. So, aber da spule ich vor, das akzeptiere ich nicht, dass ich hier warten muss, nur wegen einem lausigen Goldini. Ich glaube, Amphi wird sich vorher entwickeln, oder? Schon Level 29. Digga, was geht hier ab? Ich dachte eigentlich, Mauzi entwickelt sich früher. Ist das so richtig? Weiß nicht. Was meinst du mit richtig? Das Outfit? Ja. Die Telefonanrufe? Nein! Hey Mike, ich bin's, Tom. Hast du Minute Zeit? Nein, hab ich nicht. Ein Freund hat mir Folgendes erzählt. Er sah eine Menge Dummies in Dunkelhöhle. Mike, komm mal, Bro. Nein, yo, ich komme jetzt nicht, Bro, yo. Homo. Oh, Tintoxer. Ja, manchmal kann man noch einen Tintoxer so finden. Im Wasser. Das kann schon mal vorkommen. Doch leider werden wir gestört. Ich will nicht, dass du in meinem Team kommst. Hau ab. Ich hoffe, ich schwimme überhaupt richtig. Ich weiß es gerade nicht. Bitte schwimme ich richtig. Ich will noch in dieser Folge die Stadt erreichen. Sonst wäre das ziemlich blöd. Würde ich sie nicht erreichen. Yes! Wir haben sie erreicht. Yes, wir haben sie erreicht. Und normalerweise ist hier was anderes im Remake. Oh, hier sind einfach nur Steine. Alles klar. Und hier auch. Okay, die Stadt ist, oder die Insel, ist sehr leer im Original, merke ich gerade. Hier sind gefühlt nur drei Häuser oder, oh, oh, ja okay, vier Häuser oder so. Fünf. Naja, wie auch immer. Wir können ein bisschen noch erkunden. Und in der nächsten Folge machen wir sogar einen Arenaleiterkampf. Aber wer ist der Arenaleiter? Wir haben bisher noch nichts von ihm gehört. Das, liebe Leute, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Oh yeah. Die Trainer in dieser Arena sind richtig Schlägertypen. Wenn ich hier rumstehe, schnappen sie mich. Ein Tipp, der Leiter setzt gerade Kampf-Pokémon ein. Du solltest ihn mit Psycho-Pokémon überraschen. Besieg jetzt eine Pokémon, bevor sie ihre Kraft einsetzen können. Psycho-Pokémon? Ich habe zwar kein Psycho-Pokémon, aber ich habe einen Pokémon mit einer Psycho-Attacke. Haha.
Ich weiß schon mal, dass Pokémon was benutzen werden für die Arena. Leider unser Zweit-Low-Level, weil ich gerade sehr auf auf Amphi und Melly konzentriert habe. Ich merke gerade, Amphi ist unser stärkstes Pokémon. Verdammt, das wollte ich nicht. Nein! Nein! Du sparst. Aber ihr habt gehört, Leute, in der nächsten Folge gibt's einen Kampf gegen ein paar Schlägertypen. Hast du schon den Pokémon jetzt getroffen? Er gibt immer mit seinen seltenen Pokémon an. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Wusste gar nicht, dass es so einen gibt. Ah, da kommen wir noch später zu. Hallo. Hartwig, der Arenaleiter, steigt gerne mit seinen Pokémon in den Ring. Oh, ein harter Kerl ist das also. Ah ja. Ich bin schockiert. Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier rein. Er hat mich gezwungen, ihm meine preisgekrönten Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eines übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Wirst du auf mein Pokémon aufpassen? Klar. Du hast keinen Platz mehr in deinem Team. Oh. Dann halt nicht.